Herzlich willkommen zu einem Tutorial für die Galacticraft API. Und zwar fangen wir einfach mal direkt an mit zwei Downloads. Und zwar als allererstes hier bei Developer Downloads. Ich packe den Link auch nochmal in die Beschreibung. Hierbei, ich mache das Ganze jetzt bei 1.10, die Galacticraft Core Dev Version runterladen. Das ist das hier. Und eine Seite zurück, das brauchen wir später. Die MCDoodle Core Version. Das ist die hier. Die laden wir jetzt einfach mal beide runter. Und wir gehen mal in unseren Mod-Ordner. Ich zeige jetzt gleich auch nochmal, wie man das Ganze hier aufsetzt. So, ich schätze mal, ihr habt euer Mod bestimmt schon aufgesetzt mit Eclipse und so weiter, aber ich mache das Ganze jetzt einfach trotzdem mal hier nochmal im Schnelldurchlauf. So, nein, 7-Zip, vergiss es. Shift-Rechtsklick. Windows. So. Das mag er nicht. Ach so, ich habe das Ding falsch geschrieben. So, und weil wir cool sind, schreiben wir hier Exit hin. Dann gehen wir einmal in Eclipse und starten das Ganze. Dann gehen wir in unseren Tutorial-Ordner, in den Eclipse-Ordner. So. Das dürfte alles gehen. Und wenn wir jetzt hier einmal auf Run drücken, dann dürfte es auch schon mal den Beispielmod laden. Um das Ganze mal auszutesten. Der Prozessor freut sich schon drüber. Okay, das hat geklappt. Dann setze ich mal hier so ein, bereite ich mal gerade ein bisschen was vor und dann sieht man sich gleich. So, ich habe jetzt mal ein bisschen was hier vorbereitet, einfach so das Mod-Grundgerüst. Und zwar haben wir ja uns hier zwei Sachen runtergeladen, einmal Galacticraft Core und MCDoodle. Und wir gehen jetzt einfach mal hier in unseren Mod-Ordner, machen hier einen neuen Ordner hin. Ich nenne jetzt einfach mal Galacticraft. Und zwar gehen wir da rein und nehmen uns die Galacticraft Core-Version. Und ziehen die einfach mal hier rein. Eigentlich ist es egal, wo ihr die hinlegt. Und dann gehen wir hier in Eclipse Mods und ziehen da die MCDoodle Core Version rein. Wenn wir das nicht machen, dann heißt das, dass unser Mod später nicht starten wird. Und zwar fangen wir dann an. Wir machen Rechtsklick auf unser Projekt bei Properties, Java Build Path, Libraries und dann auf Add External Jar. Da navigieren wir zu unserem Ordner. Wir haben das hier in Galacticraft gepackt und wählen das hier aus. Sagen wir mal OK. Und damit das Ganze auch mit Galacticraft funktioniert, fügen wir hier bei, nein, nicht hier, sondern bei Add Mod, was ich glaube ich hier sogar noch vergessen habe. Ja, das fehlt hier. Hier oben ist ja normalerweise noch Add Mod. Mod ID. Nicht mit ID, Mod ID.
Tutorial-ID, dann kommt da noch der Name hin. Sehr einfallsreich. Und dann die Version. Ich einfach mal 0.0.0. Und jetzt kommt der wichtige Teil: Dependencies gleich required. After Doppelpunkt Galact an Galacticraft Core mit einem Semikolon, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ja, das dürfte das auch schon sein. Dann laden wir das ganze Kram mal hier rein und starten das Ganze, um zu gucken, ob es funktioniert. Galacticraft Core. So, es ist nicht abgeschmiert, das ist immer ein gutes Zeichen. Ich erstelle einfach mal eine neue Welt. Mit. Ja, auf geht's. Wieder nicht abgeschmiert. Und da sieht man schon, es hat geladen, neue MIG-Doodle-Version ist available. Und hier haben wir die Galacticraft Items und hier haben wir unseren eigenen Creative Tab, den habe ich auch schon mal reingemacht. So, dann fangen wir einfach mal direkt an. Nämlich als allererstes brauchen wir für auf unserer Map ein neues Sonnensystem zu erstellen, brauchen wir ein Solar System. Und das initialisieren wir jetzt einfach mal hier oben hinter dem Creative Tab. Wir machen jetzt hier einfach mal Solar System. Da brauchen wir ein Private Solar System. Das können wir nennen, wie wir wollen. Solar System Tutorial. Und hier einfach Import von MIG-Doodle. Und dann können wir unten im Load-Teil können wir das initialisieren. Das. Moment, jetzt hat es eigentlich so. Solar System Tutorial. Das ist ein neues Solarsystem. Das können wir nennen, wie wir wollen. Tutorial. Der Klassiker. Und dann noch die Parent Galaxie. Das ist momentan. Ich weiß nicht, wie wir es nennen sollen. Statt Milky Way machen wir jetzt einfach mal den Tutorial Way. Und ja, damit dieses Sonnensystem irgendwo auf dieser Map erscheint, die kommt, wenn man mit der Rakete nach oben fliegt, müssen wir dem Ganzen noch eine Position übergeben. Das macht man am besten mit einem Vektor. Position ist ein neuer Vektor. Ja, so schlau ist er noch nicht. Vektor 3. Und Position.x machen wir einfach mal 0,7 Double und Position Y minus 0,5. Und dann können wir unserem Solarsystem die Map-Position übergeben, nämlich Position. Gut, dann jedes Sonnensystem braucht natürlich auch noch eine Sonne. Die fügen wir hinzu mit einem Star. Wir nennen es einfach mal Sol für Sonne. Das ist ein neuer Star. Und die nennen wir Tutorial Sonne mit einem N. Das braucht ein Parent Solar System. Da können wir einfach unser Solarsystem übergeben. Und Set Tier Required minus 1 bedeutet, dass wir mit der Rakete diesen Stern bzw. diesen Planeten nicht verwenden können.
Und hier meckert er, dass er das nicht mag, weil ich hier einen Iscache vergessen habe. Und ja, jetzt können wir den noch ein bisschen konfigurieren. Da können wir nämlich das Body-Icon setzen. Das macht man mit einer Resource Location. Hier kommt unser Mod hin, Tutorial. Und nach dem Komma dann Textures, Planets, Sonne.png. Das heißt, wenn wir jetzt mal nicht den Windows Media Player starten, sondern in den Ordner gehen, dann können wir hier bei nicht bei Eclipse, bei Source Main Resources, ja, weil wir noch nichts hinzugefügt haben, Textures, einen neuen Ordner, Planets haben wir gesagt, Planets, und hier können wir jetzt Sonne.png hinpacken. Und weil wir so krasse Zeichner sind, packen wir jetzt einfach mal Paint aus und machen 32 mal 32 und machen die wunderschönste Sonne der Welt mit einem Kreis, der gefüllt ist mit einer anderen Farbe. Wunderschöne Sonne. So, das speichern wir dann einfach mal in unserem Tutorial-Ordner bei Sources Main Resources Textures Planets Sonne.png. So, dann ist das da drin. Und ja, dann können wir noch die Größe setzen. Machen wir mal relativ groß. Und so, das ist im Tutorial, können wir den Main Star auf unsere gerade erstellte Sonne setzen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist in der Galacticraft, in der Galaxy Registry das Solarsystem zu registrieren. In der Galaxy Registry den ah nein, das brauchen wir später erst. Das ist so schon okay. Und dann dürften wir eigentlich schon alles haben. Dann starten wir das Ganze mal. Wenn der Mod nicht abschmiert beim Laden, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Dann schnappen wir uns hier einfach mal eine prefueled Rakete und machen hier mal so ein Startpad hin mit einer Rakete und dann nehmen wir ab. Ohne diese grausame Musik. So. Ja, das ist das einzig Nervige, dass dieses Starten so extrem lange dauert. So, jetzt haben wir hier das normale Sonnensystem. Und wenn wir hier rüber gehen, dann haben wir hier unsere Tutorial-Sonne. Aber die Textur hat es noch nicht geladen. Das können wir uns dann hier mal gerade angucken. Das hier können wir nochmal schließen. Einfach schließen. Dann dürften wir beim nächsten Start auch nochmal in dieser Map sein. Ja, da habe ich mich vertan. Und zwar muss hier bei Resources ein Ordner hin namens Assets. Da muss sie dann rein. Und hier einen Ordner namens Tutorial, weil so unser Mod heißt. Und da dann die Textures rein. Das verwechsel ich manchmal. Und Assets, Tutorial, Textures, Planets, da ist unsere Sonne. So, und dann schaue ich mal, wenn ich das Ganze jetzt hier starte, ob es das dann geladen hat.
Hat wahrscheinlich dann einen weißen Hintergrund, weil wir das nicht transparent gemacht haben. Da ist ja Paint noch ein bisschen zu blöd für. Und es ist abgeschmiert, juhu. Ja, das mit dem Soundlogger kann öfters passieren. Einfach nochmal starten. Das heißt öfters, also es passiert eigentlich selten. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt immer noch in diesem Menü sind. Jupp. Ja, es hat unsere wunderschöne Sonne geladen. Wir sehen, wie sie glänzt. Wahnsinn. Gut. Wenn das Ganze jetzt erwünscht ist, dann kann ich auch noch ein Tutorial machen, wie man in dieses Sonnensystem auch Planeten hinzufügt, also eigene Planeten mit einem eigenen Biom drin, das dann nach den eigenen Wünschen generiert wird, oder eine eigene Rakete, eine neue Tierrakete. Das ist alles aber noch ein bisschen kompliziert, also da brauchst du dann wahrscheinlich einen extra Part für. Falls ihr das Video gut fandet, dann bewertet es doch bitte und man sieht sich dann eventuell im nächsten Tutorial. Ciao!